Waschpulver kannst du für viel mehr Dinge benutzen als nur zum Waschen. In diesem Video zeige ich dir 5 geniale Tricks, die fast niemand kennt, aber jeder kennen sollte. Danach wirst du Waschpulver mit anderen Augen sehen. Der erste wirklich geniale Trick ist es, Waschpulver auf dem Herd aufkochen zu lassen. Das hilft dir gleich bei 2 Problemen. Wenn du Töpfe oder Pfannen hast, die stark angebrannt sind, so wie dieser Topf, dann bekommst du das Ganze mit etwas Waschpulver wieder gelöst. Dafür solltest du eine kleine Menge Wasser in deinen Topf geben, und zwar so viel, dass die gesamten angebrannten Stellen jetzt unter Wasser sind. Dazu gibst du dann eine sehr kleine Menge von dem Waschpulver. Rühre alles gut durch und lass es so aufkochen. Es sollte für ungefähr 5 bis 10 Minuten leicht köcheln. Dann wirst du nach einiger Zeit feststellen, dass die ganzen angebrannten Stellen sich hier lösen und du am Ende nur noch alles wegkippen musst. Doch es hat direkt noch einen weiteren Vorteil, denn du bekommst mit Waschpulver, welches du aufkochst, auch unangenehme Gerüche aus deiner Wohnung entfernt. Bei mir kannst du sehen, ich habe es jetzt gut aufkochen lassen und kippe die Flüssigkeit einmal ab. Wenn du dich daran erinnern kannst, wie schmutzig der Topf vorher noch war, dann kannst du jetzt sehen, dass nur noch eine kleine Menge von den verbrannten Stellen im Topf verblieben ist. Und diese bekommst du durch leichtes Wischen bereits heraus. Das heißt, sie sind unten schon so weit gelöst, dass du sie einfach wegwischen kannst. Und so bekommst du den sehr schmutzigen Topf am Ende wieder richtig schön sauber, obwohl er wirklich stark angebrannt war. Das bringt uns zu unserem zweiten Trick. Für diesen brauchst du 150 Gramm Waschmittel. Gib dieses jetzt in ein größeres Gefäß. Dazu brauchen wir noch 2 weitere Zutaten. Einmal den Saft einer halben Zitrone. Presse sie aus und gib sie mit zur Mischung. Außerdem brauchen wir noch 75 Milliliter Essig. Wenn du jetzt alles zusammengekippt hast, solltest du es gut miteinander durchrühren, damit das Waschpulver sich hier im besten Fall wirklich komplett aufgelöst hat. Schnapp dir jetzt deine Sprühflasche und kippe alles in eben diese Sprühflasche. Denn was du dir jetzt angemischt hast, ist ein Reiniger, mit dem du dein gesamtes Badezimmer sauber machen kannst. Sprühe etwas davon zum Beispiel in deine Toilette und sie wird am Ende wieder richtig schön sauber sein, wie du gleich sehen wirst. Was du natürlich auch machen kannst, ist das Ganze in dein Waschbecken zu sprühen, genauso wie hier auch auf die Armaturen oder in deiner Dusche an die Fliesen oder an die Duschwanne. Lasse es jeweils für 5 Minuten einwirken und beginne dann damit, alles wieder sauber zu machen. Bei der Toilette schnappst du dir die Klobürste, wischt alles gut durch und spülst am Ende nochmal. So bekommst du die Toilette wieder richtig schön sauber. Bei deinem Wasserhahn oder bei den anderen Oberflächen wie den Fliesen musst du nur nochmal gut drüber wischen, mit Wasser nochmal abspülen und schon glänzt auch hier alles wieder richtig schön. Die Mischung selber kannst du jetzt in den Schrank stellen und immer wieder herausholen, wenn du etwas davon benötigst. Doch bist du schon mal auf die Idee gekommen, Waschpulver mit dem Staubsauger aufzusaugen? Auch dabei handelt es sich um einen wirklich genialen Trick. Doch vorher solltest du natürlich immer darauf achten, dass du den Staubsauger allgemein immer richtig schön sauber hältst. So kannst du, falls du noch einen mit Beutel hast, den Beutel regelmäßig austauschen, aber auch den Filter solltest du regelmäßig ersetzen. Doch wenn das alles nichts hilft und dein Staubsauger trotzdem noch übel riecht, dann kann Waschpulver tatsächlich helfen. Und alles, was du dafür machen musst, ist eine kleine Menge Waschpulver auf einem Hartboden zu verteilen. Schnapp dir dann deinen Staubsauger und sauge alles komplett auf. Dadurch wirst du merken, dass der Staubsauger jetzt nicht mehr stinkt. Ganz im Gegenteil, jedes Mal, wenn du deinen Staubsauger benutzt, wird deine ganze Wohnung wie frisch gewaschene Wäsche riechen. Anstatt die Mischung aus dem zweiten Trick zu verwenden, kannst du Waschpulver übrigens auch einfach so in deiner Toilette anwenden. Doch dafür musst du noch eine ganz wichtige Sache beachten. Im ersten Schritt solltest du die Toilette einmal etwas feucht machen. Am besten spülst du einmal durch, damit hier wirklich überall etwas von dem Wasser in der gesamten Toilettenschüssel hängt. Verteile das Waschpulver jetzt in der gesamten Toilette, sodass überall eine kleine Menge davon ist. So viel Waschpulver muss es gar nicht sein. 2 Esslöffel sollten hier bereits ausreichen. Warte jetzt einige Minuten ab, damit es etwas einwirken kann. Und wenn es das getan hat, solltest du dir deine Klobürste schnappen, um alles nochmal richtig gut durchzuwischen. Du wirst merken, dass du hier mit Urinstein und auch Kalkablagerung perfekt gereinigt bekommst. Deine Toilette sieht danach wieder richtig schön sauber aus und zudem riecht sie auch noch angenehm frisch, eben wie frisch gewaschene Wäsche. Und für den nächsten absoluten Geheimtipp solltest du Waschpulver in deinem Kleiderschrank anwenden. Dafür kannst du solche kleinen Beutelchen nehmen und hier etwas Waschpulver hineingeben und diese dann in einer Schale platzieren, falls etwas ausläuft. Du kannst das Waschpulver natürlich auch einfach direkt in eine kleine Schale geben. Das funktioniert genauso gut. Gehe damit jetzt zu deinem Kleiderschrank und stelle es hier hinein. Denn so sorgst du dafür, dass auch dein gesamter Kleiderschrank immer nach frisch gewaschener Wäsche riecht. Möchtest du jetzt noch wissen, warum du Rasierschaum durch dein ganzes Badezimmer spritzen solltest, dann schau dir unbedingt das Video an, welches du an dieser Stelle siehst.